Tunnel nach Eofol. Das ist wieder was anderes. Und neue Gegnerarten. Okay, warte mal. Ich glaube, hier lohnt sich wieder Prismenfeuer. So, wir hätten gerne einen Schuss. Wir hätten gerne Prisma. Wurden die getroffen? Nee, nur die B-Maus. Das ist nicht so schön. Dieser Springbohr in der Mitte scheint Ärger zu machen. So, du bist tot. Erstmal den kleinen Kram weghauen. Und danach diese großen Dinger da. Medusenherrscherin. Was ist denn garstig? Nicht? Oh, 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 oh. Das tut irgendwie weh. Wir ziehen uns zurück Richtung Ausgang, richtig? Richtig. Ja, okay, sind gleich tot. Au. Und tot. Also, tut mir leid, Lay. So. Sie ist inzwischen 85. Das tut irgendwie weh. Also ja, out of character mal kurz gesagt. Es ist nicht wirklich schlimm, wenn die Charaktere älter werden. Ich glaube, das hat keinen Einfluss auf das Spiel. Trotzdem, da ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, sollten wir trotzdem die Verjüngungstrank holen. So, weg mit euch. Oh, 10.000 Gold. Bestimmt nicht schlechte Erfahrungspunkte. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Au. Na komm. Au. Jawohl. Irgendwas war gerade mit Luna Nera. Wetten Sie es verstanden? Okay, dachte schon. Ich wollte sagen, wetten, die einzige, die entsteinern kann, wurde gerade versteinert. Und diesen Verbug, das ist nicht fair. Au. 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 Oh, okay. Ja, ja, ja. Heilen. Ja, mein UB-Mod ist auf 50%. Hilfe! Yep, yep. Sachen reparieren. Good as new. Noch jemand? Nee. Du, Heilung. Du, Heilung. Das bringt fast gar nichts. Also bei Gerugon hätten wir es echt absolut sparen können, die Geistesfähigkeiten, also Geist, Körper und Seele. Das hätten wir absolut nicht steigern müssen. Wir haben keinen Zauber, der wirklich irgendwie wichtig ist und selbst der Heilzauber auf Expertenrang in Stufe 7, was weiß ich, heilt fast gar nichts mehr. Wir haben einfach zu viele Lebenspunkte in diesem Stadium. So, du siehst wichtig aus. Drücken? Nö, kann man nicht drücken. Hier ist nichts. Das sieht aber sehr, sehr verdächtig aus. Und blutbeschmiert. Okay. Dann halt weiter nach Norden. Nichts, nichts. Und BMOS. Oh, das ist ein Dicker. Die Roten sind die normalen? Achso, okay. Also haben wir die Weißen, sind die Jungen, sind am einfachsten. Dann kommen die Roten hier, die Behemoths, und dann die blauen Ur-Behemoths. So, 580 Gold. Sehr schön. Rutsch. Da scheint echt unsere Kragenwald hier zu sein. Also Minotauren, Behemoths, Medusen und was weiß ich. Ist unser Metier für eine Weile. Zauberpunkte könnten knapp werden. Werden definitiv knapp. Du zauber mal. Oh, wir können testen, ob der hier funktioniert. Gut. Tut er nicht. Weil sie keine Gedanken haben, die man schlagen könnte.
Also mach bitte den hier zu deinem Standard. Jedenfalls für ein paar Runden. So. Wieder weg. Wollen die ganzen Zauberpunkte verbraten? Und jetzt sollten wir uns eigentlich zurückziehen. Hm? Ja, 15.000, das reicht für ein paar Stufenaufstiege. Okay, Talana, setz dich. Ja, ganz ruhig. Du setzt bitte einen Wegpunkt hier. Und bring uns dann nach Celeste, wenn du wieder kannst. So. Nimm. Zurücksetzen, Celeste. So. Einmal schlafen. Die beste Ausbildung des hervorragend. Stufenanstiege hervorragend. Für alle. 5000 Gold haben wir noch. So. Das kann weg. Das kann weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kann alles weg. Jo, kann das weg. Und die Hufeisen. Wer sollte die Hufeisen bekommen? Talana und Lei, ha? Huh? Ich glaube mal, Lei ist momentan mit am wichtigsten. Und sie bekommen mehr Zauberpunkte. So, Rüstung der Ehre. Die feinsten Rüstungen. Ich hoffe, ich. Oh, da waren noch zwei Ringe, die wir nicht identifiziert haben. Was macht ihr denn Schönes? Nichts und Zauberpunkte. Plus 14. So, die verzaubern den. ITP plus 16. Wäre an sich ein sehr schöner Ring, wenn wir nicht schon diesen plus 30 Amulett-Dings hätten. Stein zu Fleisch, ne? Wir wollen jetzt erstmal neues Essen kaufen. Immer herein. Ich hoffe, euch schmeckt es. Dann würden wir gerne zum hiesigen Alchemisten und gucken, ob wir entweder einen Verjüngungstrank kaufen können oder das Rezept finden. Und dann sollten wir eigentlich auch gleich Federfall machen, runter nach Parkada springen und da ebenfalls zum Alchemisten gehen. Denn die arme Lei wird immer runzliger und runzliger. Das können wir hier nicht antun. Fion. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. So, wir haben Stein zu Fleisch. Gottes Macht, Gottes Wiederherstellung. Wahre Reaktion, wahre Ausdauer, Gottes Macht. Ich glaube, wir haben schon welche davon. Warte mal. Wir haben wahre Reaktion. Wahre Reaktion haben wir doppelt. Wahre Stärke haben wir und wahre Reaktion. Besondere Tränke, genau das. Also hätten wir jetzt noch gerne wahre Ausdauer. Gottes Macht. Und das war's. So, wahre Ausdauer, Gottes Macht. Dann bräuchten wir jetzt eigentlich ein, zwei Folgen Zeit und ganz viele Reagenzien. Wobei wir da wirklich die billigen Reagenzien benutzen sollten und nicht die teuren. Willkommen in der so, und jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne nicht Magie vertreiben, sondern ich hätte gerne den Lichtpfeil. Solarstrahl, Lichtlimiter, nee. Oh, Kinkerlitzchen. Gute Qualität und angemessener Preis. So, 11.000. Muss später zu ihr. Warte mal, schließen. Du zu ihr. Ich würde gerne helfen. Du. Können wir das wirklich brauchen? Rüstungsklasse plus 25. Ja, schick. War hier noch irgendwo irgendwas? Granat. Es tut mir leid, noch ich Ring. Weiß es nicht. Können wir das wirklich brauchen? Ausdauer plus 10 kann weg. So, du. Verkaufen. Den. Ich hoffe, 16.000. Sehr schön.
Du mach bitte Federfall. Dann machen wir gleich Fliegen und springen runter. Fliegen kann ich denn noch? Ja, okay. Federfall ist aktiv. Wir fallen. Sind nicht tot. Wir fliegen und wir würden gerne zu der Lichtgilde. Da fliege ich lieber von Hand hin. Die Teleporter sind zu verwirrend. Da ist der Eingang. Tempel des Lichts ist nicht die Lichtakademie. Hier war da ein Auftraggeber. Da war die Taverne. Da hinten, glaube ich. Trautesheim, ja. Willkommen. Zauberkauf, sehr schön. Untote vernichten. Lichtpfeil, den meine ich. Den Rest. Untote vernichten haben beide. Willkommen in der. Du zaubern. Untote vernichten hast du, ja. Willkommen in der Gilde des Lichts. Und Talana hat ihn nicht. Willkommen in der Gilde des Lichts. Untote vernichten ist gekauft. Lichtelementar beschwören. Beschwört ein niederes Lichtelementar, welches für die Gruppe so lange kämpft, bis es getötet wird. Auf Großmeister beschwört ein mächtiges Elementar. Maximal 5 Elementare können gleichzeitig aktiv sein. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ist gekauft. Ein neuer Zauber, wieder einer mehr. Gucken wir mal, wie die aussehen. So, 2 Lichtelementare. Und der Cooldown ist nicht besonders hoch. Das heißt, man kann ihn immer und immer wieder sprechen. Ja, doch, kann man als Ablenkung benutzen. Einzigen Haken, den ich sehe, ist, dass die jetzt hier rumlaufen und die Bevölkerung terrorisieren. Und dass wir sie eventuell abschießen könnten, aus Versehen. Und wenn wir drauf schießen, was passiert dann? Warte mal, Auge. Ja, wird aggressiv. Und die werden alle aggressiv. Also alle beide. Das ist nicht gut. Also werden wir jetzt aber wohl doch nicht benutzen, ne? Hüpf, hüpf. So. Wollten wir noch was hier unten? Weiß ich gerade gar nicht. Wir wollten eigentlich nur unsere Stufenaufstiege holen und dann wieder zurück uns teleportieren. Und zwar zurückrufen nach... Tunnel nach Eofol. Ja, und hier dann weiterkämpfen. Aber ich denke, ich mache erstmal einen kleinen Cut, speichere ab und wir sehen uns gleich wieder.